Herzlich willkommen bei Silvies Nähtime mit einer ganz besonderen neuen Präsentation. Und zwar darf ich euch mit meinem Herzensprojekt Jungunternehmerinnen vorstellen. Und da ist es mir eine ganz besondere Ehre und Freude, euch von Frinel, insbesondere von unserer Ruth Bierbrauer, zu berichten. Die liebe Ruth Bierbrauer hat mich ein bisschen überrascht und überrannt mit Farbgelen und Modellagegelen, die sie uns zur Verfügung gestellt hat. Und wie ihr alle schon wisst, ich arbeite ja zusammen mit einem Team in unserer Nähtime Projektgruppe auf Facebook und hat uns natürlich dementsprechend für unsere Mädels unheimlich viel zur Verfügung gestellt. Und es ist also eine besondere Aufgabe auch, euch mal so ein bisschen von der Ruth Bierbrauer insbesondere zu berichten. Ruth Bierbrauer ist eigentlich bei vielen, vielen, vielen schon bekannt, seit vielen Jahren. Insbesondere dadurch, dass sie früher, vor 2012, bevor sie ihre Firma Frinel gegründet hat, im Außendienst ja auch tätig war für eine ganz bekannte Firma, nämlich Nelcode. Und die vielen, vielen lieben Nagelmäuse da draußen kennen sie natürlich dann schon zum Teil privat, beziehungsweise auch durch ihre Besuche im Studio oder halt auch durch den Austausch durch diese Firma. Ja, die Ruth Bierbrauer ist erstens mal eine ganz, ganz besondere, taffe, unheimlich nette Person. Wenn man mit ihr spricht, man hat so das Gefühl einfach, da steckt so unheimlich viel Leidenschaft und Power drin. Und man wird irgendwie von ihr auch so ein bisschen mitgerissen. Was ich ganz besonders hervorragend finde oder beziehungsweise auch herausstellen möchte, ist, dass sich die Ruth dann 2012 einfach Gedanken gemacht hat. Sie wollte auch so ein bisschen was umsetzen, wo sie gemerkt hat, im Kundenkontakt mit den vielen Nagelstudios, wo sie ja auch immer vor Ort war, was kann man verbessern, was kann man noch tun, was kann man irgendwie aufbauen. Und ihre ganz besondere innerliche Antriebskraft hat sie dazu bewegt, das selbst zu versuchen. Einfach selber was herstellen zu lassen nach ihren Vorstellungen und wo sie weiß, was am Ende die Kunden auch brauchen. Was brauchen die Nagelstylistinnen, die Nagelmäuse da draußen, um den Kunden auch den richtigen Service bieten zu können. Ja, sie fand einen deutschen Hersteller für ihre Gele eine tolle Sache, weil so, ihr merkt schon, ich bin ziemlich aufgeregt, euch davon auch zu berichten, einfach weil es mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass sie nicht im Ausland produziert, sondern hier in Deutschland und dass das alles mit KVO-Form sicher ist, dass das alles nach ihren Rezepturen hergestellt wird. Und ihr werdet später merken, ich habe jetzt hier nur einen kleinen Auszug, einen Miniaturauszug aus diesen Farbgelen jetzt euch mal hier aufgebaut. Ich habe natürlich in unserer Gruppe schon so eine kleine Preview mit meinen Mädels schon stattfinden lassen, einfach weil das wäre natürlich auch viel zu viel. Ich möchte euch ja auch ein bisschen animieren, kommt in unsere Projektgruppe, kommt hinein in eine Gruppe, die interaktiv mit Live-Videos arbeitet, natürlich mit ganz viel Spaß und Freude auch dabei, wo wir natürlich festgestellt haben, dass mittlerweile die Farbgelaufträge deklariert werden müssen mit ab 18 Jahre, was wir Mädels, also sowas ins Schwärmen und Stöhnen geraten sind, einfach weil jede einzelne Farbe an sich so brillant, so hochdeckend, in der Konsistenz, in der Verarbeitung so eine herausragende Qualität hat und das eigentlich für einen
unheimlich günstigen Preis. Wer bei Ruth Bierbauer, Entschuldigung, da fängt man vor lauter Verzückung schon an, sich zu versprechen. Wer sich da so ein bisschen auseinandersetzt und auch mal in ihrem Shop reinschaut, wird merken, die liebe Ruth hat weit über 500 verschiedene Farbgele. Es ist eine schier unmögliche Aufgabe, euch das so rüberzubringen, was für eine Auswahl ihr habt. Was ich euch aber zeigen kann, das ist ein Auszug aus diesen ganzen Produkten, dass ich euch zeigen kann, wie toll diese Gele sind. Ihr könnt malen damit, ihr könnt Nass-in-Nass-Technik arbeiten, ihr könnt wirklich schnörkeln mit dem Farbgelen, ihr könnt Full-Cover aufbauen, ihr könnt alles. Ihr könnt einfach alles und es haut mich schier weg um. Und meine Mädels auch, die sind so begeistert und waren so fleißig schon und auch geduldig, weil es dauert natürlich immer eine Weile, bis jeder für sich so seine Sachen zusammen hat und loslegen kann. Wir haben jetzt am Wochenende begonnen und ich kann euch nur sagen, bleibt dran, kommt gerne in unsere Gruppe, damit wir euch noch ein bisschen ein Stück mehr weit mitnehmen können, um euch Ruth und ihre Firma ein bisschen nahe zu bringen. Auch einfach, weil sie es verdient hat, eine Powerfrau, die, glaube ich, niemals schläft. Sie ist für euch Tag und Nacht da. Man kann sie zu unmöglichsten Zeiten telefonisch kontaktieren, was natürlich nicht so einfach ist, weil ich mir sage, liebe Ruth, an dieser Stelle, auch du brauchst ein Privatleben, du brauchst auch mal Schlaf. Aber man merkt, mit was für einer Begeisterung und mit einem Herzblut diese Frau ja, ihren Beruf lebt. Man merkt es und man kann wirklich hier sicher sein, dass man hier Farben, Gele bekommt, die so ausgeklügelt sind, wie man sie im Alltag braucht. Und dazu nehme ich euch natürlich sehr, sehr gern mit. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die ersten Aufbaugele mal mitbekommen. Ihr seht auch mit einem ganz großen Tiegel, richtig schön gemacht. Natürlich auch hier mit diesen Schnörkeln. Ihr ganzes Profil ist damit da auch aufgebaut. Man sieht diese Liebe auch, die sie da reinsteckt und natürlich auch überwacht. Es sind alles gute, wirklich hochwertige Gele. Das zeige ich euch im Einzelnen auch an mir. Denn auch ich bin gespannt, wie diese Gele reagieren. Hier haben wir zum Beispiel ein Flex-Aufbaugel, das ist ein Allround-Aufbaugel. Ich werde es vielleicht mal mit euch öffnen, einfach um euch auch mal zu zeigen. Ihr seht, die sind noch nagelneu. Dass ihr merkt, ich fege hier nichts. Und ich bin sowieso jemand, der sehr, sehr kritisch und auch bedacht ist hier auch ja euch die Wahrheit zu sagen, euch auch mitzunehmen in das, was ich denke, in das, was ich glaube, das ist was für euch. Natürlich ist es nicht immer möglich, dass man den Geschmack für jeden trifft, aber hier muss man ja auch mal ganz deutlich werden. Es gibt natürlich überall in den Firmen Aufbaugele, es gibt Modellagegele, es gibt Schablonengele, aber in alles in Einzelnen kann ich euch das hier auch nahebringen, indem ich es euch zeige. Ich zeige euch jetzt heute einfach mal jetzt hier zur Präsentation, wie diese Gele überhaupt agieren, wie sie sind. Und wir sehen natürlich bei einem Flex-Aufbaugel hier schon mal eine ganz tolle mittlere Konsistenz. Ihr seht, dass es ein gutes Aufbaugel sein kann und wird, und das werde ich euch beweisen, das werde ich euch zeigen. Ich nehme vielleicht mal auch einen Tipp, einfach um euch das zu zeigen. Ihr seht, wie träge es hier an dem Tropfen hängt, was aber nicht heißt, dass es nicht aufbaufähig ist, ne? Und dass es in der Konsistenz her gut zum Auftragen geeignet ist. Also wenn ich jetzt von einem Aufbaugel ausgehe, dann möchte ich modellieren können, dann möchte ich aufbauen können.
und möchte es gut auftragen können, ohne dass es zum Beispiel in die Nagelrinde läuft. Und das ist hier natürlich absolut gegeben. Ihr seht, dass es hier, wenn ihr mit dem Pinsel in Berührung bleibt, es lässt sich gut verteilen, es lässt sich gut in die Ränder drücken, ohne dass es aber euch in die Nagelrandseite läuft oder in den Hautmantel dann ausläuft. Das seht ihr, das geht hier wunderbar. Ihr habt hier Zeit zum Modellieren und könnt sicher sein, es zieht sich nach einer Weile schon selbstständig glatt. Großes Kino werden wir zusammen machen, werden wir aufbauen. Ich werde euch zeigen, für was ihr das noch verwenden könnt. Natürlich, solche Aufbaugele sind wunderbar, wenn ihr mit Nail Art arbeitet, wenn ihr irgendwas einarbeiten wollt oder setzen wollt, wie zum Beispiel Steinchen oder halt auch Overlays. Immer eine ganz tolle Sache. Was jetzt hier zu sehen ist, ist es natürlich ein klares Aufbaugel. Was es dann insbesondere kann, das werden wir zusammen testen. Wie ist es in der Härte? Wie ist es im Auftrageverhalten? Wie ist es im Wärmeverhalten? Das werde ich euch dann alles Stück für Stück mitnehmen. Nur um euch mal so ein bisschen den Auszug zu zeigen. Einfach weil es wäre schade, wenn ich es euch jetzt hier natürlich nicht zeige, zumal es ja hier auch schön dasteht. Ja, ihr Lieben, Ruth Bierbrauer ist also wirklich eine Frau, die sich zur Aufgabe gemacht hat, auch diese Dinge selber so produzieren zu lassen, wie sie glaubt und wie sie meint, wie es wichtig wäre und was muss es können. Die Gele müssen ja einiges heutzutage auch aushalten können, sie müssen einiges abkönnen und das ist ja für unseren Studioalltag auch besonders wichtig, weil wir wollen ja nicht lange modellieren oder ja, mit dem Aufbau uns aufhalten. Wir brauchen heutzutage viele Sachen, die einfach schnell gehen, die uns den Alltag erleichtern. Jetzt haben wir hier zum Beispiel auch ein schönes Make-up-Gel-Mittel. Da werden wir uns mal überraschen lassen. Natürlich wieder in so einem tollen Tiegel, der lässt sich gut reinigen. Das sieht natürlich schön aus und das wollen wir natürlich nicht immer, ja. Lassen wir die Tiegel zwar draußen stehen, aber wenn wir es an den Kunden draußen stehen lassen, wollen wir natürlich auch, dass es schön aussieht. Und man sieht ja hier, wie schon erwähnt, diese tollen Schnörkel und ach, ich liebe sowas ja sowieso. Das ist für mich immer, ja, das Auge, ne? Das Auge will mit. So, jetzt gucken wir mal, wie hier das. Ach, könnt ihr das sehen? Ich muss euch vielleicht mal das Licht ein bisschen rübernehmen, dass ihr hier die Möglichkeit, ach, das ist natürlich was für mich. Ich bin ja ein Make-up-Mädchen. Ich bin absolut ein Fan von Make-up-Gelen und ich baue sehr gern auf. Was mir jetzt natürlich bei diesen Mitteln, was jetzt hier geschrieben steht, es kann sich jetzt auf die Farbe beziehen, es kann sich aber auch auf die Gelkonsistenz beziehen. Das werde ich euch natürlich dann definitiv noch mitnehmen und auch wenn ich es an mir selber aufbaue, dann nehme ich euch natürlich mit. Und ja, jetzt schauen wir mal. Am Pinsel sieht es natürlich wunderschön aus. Ist natürlich ein schöner, heller, mittlerer, leicht rosé, aber nicht zu viel. Ein ganz toller Ton. Ich streiche den jetzt einfach mal auf, dass ihr mal seht, wie es im gestrichenen Zustand aussehen kann. Und ihr seht, es ist eine leichte Abdeckung, wenn ihr es streichend verarbeitet. Wobei, ihr könnt mit zweimal streichen, wie bei Farbgelen auch, eine Konsistenz erreichen und eine Abdeckung, die sowas abdeckt. Sieht wunderschön aus, hat keinen so, ja, gelblichen Touch in dem, sondern wirklich einen Make-up-Ton, der hier schön leicht ins Rosé geht. Ne? Und wir können natürlich dann auch zwei, das härte ich euch jetzt gleich dann noch so ein bisschen zwischendurch aus, dass ihr das sehen könnt. Und habt natürlich jetzt hier auch die Möglichkeit aufzubauen. Und dann seht ihr, dass sich die Farbe leicht ein bisschen verdunkelt. Und ihr seht auch, das zieht sich wunderbar glatt. Ich habe jetzt hier diesen Pümpel aufgelegt. Ihr seht, der zieht sich und zieht sich glatt. Wunderschön. Ist natürlich für die meisten Nagelbetten, würde ich sagen, eine sehr frische, leichte Nuance, die wirklich jeder tragen kann. Ich härte das mal für euch aus, dass ihr dann auch sehen könnt, wie sich es verhält, ob es dann auch dementsprechend
von der Farbe her bleibt. Und ich bin ja natürlich, wie immer mit Make-up gehen, kann man mich ködern. Ich bin da sehr, sehr flexibel. Ich baue mir das zum Beispiel auch sehr, sehr oft in einem dunkleren Ton auf, einfach weil ich auch Nude-Töne sehr, sehr gerne mag. Und ihr seht ja auch von der Konsistenz her, es ist ein leichtes Aufbau, ja, Make-up-Gel, nicht Aufbau, aber Make-up-Gel. Es zieht sich glatt. Ihr seht, dass diese Konsistenz hier leicht bis mittel noch abfließend. Ihr seht also ein wunderschönes, leicht zu verarbeitendes, fluffiges Make-up-Gel, was natürlich wunderbar ist. Was ja gut, ihr könnt jetzt sagen, oh, das gibt es ja überall, aber ich zeige euch ja dann speziell über Freenail. Und Freenail ist bekannt dafür, viele haben davon schon gehört, wie hochwertig Freenail wie gesagt ist. Und ich muss immer wieder betonen, deutscher Hersteller, deutsches Labor, die liebe Ruth überwacht mit Argusaugen und guckt, dass da wirklich echt die Qualität das auch widerspiegelt, was es verspricht. Und das muss man so klar sagen, es ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage, dass solche Sachen ja, in deutscher Herstellung bleiben. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier einmal das klare Aufbaugel ausgehärtet. Ihr seht natürlich meinen Pümpel unten drunter, das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber auch das klare Gel hat sich schön glatt gezogen. Gut, ich hätte jetzt hier die leichten Bläschen ausarbeiten müssen, das ist durch den Pinsel dann auch passiert, aber das zeige ich euch ja dann noch einmal. Und ihr seht hier, nach 60 Sekunden habe ich es jetzt mal drin gelassen. Hier bin ich gerade vorhin an diesen anderen Pümpel dran gekommen in der Lampe, das bitte entschuldigt das. Aber ihr seht hier, die Farbe verändert sich nicht, das ist leicht aufgetragen. Das ist also auch eine tolle Variante für Babyboomer. Ne? Und hier seht ihr diesen mittleren Ton. Ich sage euch nochmal die Nummer dazu an, die 50415 Make-up Gel Mittel. Das ist also ein mittlerer Make-up-Ton und ich finde den wunderschön, weil der wirklich sehr dezent. Und trotzdem, ne, ihr seht hier, wie herrlich deckend. Ihr seht jetzt hier unten drunter nichts mehr. Ne? Hier haben wir noch einen leichten durchscheinenden Effekt. Den finde ich wunderschön, wenn ihr gerade mit ja, Babyboomer arbeitet oder eine leichte Abdeckung nur möchtet. Ist das eine schöne, gesunde Farbe. Und ihr könnt natürlich hiermit wunderbar auch einen ganz tollen Effekt erzielen, wenn ihr zum Beispiel Nail Art verarbeitet. Zum Beispiel Rosenquarz. Das beliebte Rosenquarz könnt ihr hier damit machen. Und das sieht wunderschön aus. Also ich bin sehr, sehr begeistert schon mal, was den ersten, ja, für die erste Öffnung des Titels und der Verarbeitung anbelangt. Und dann haben wir natürlich jetzt hier nochmal ein Premium Milchig Rosé. Ich wollte schon milchig sagen. Wir schauen mal, was jetzt hier so noch dazu stehen. Hier habt ihr auch alle Inhaltsstoffe drin stehen, ne? Alles, was ihr braucht. Und das ist ganz, ganz wichtig heutzutage, dass wir hier immer eine Deklaration haben, dass ihr sicher sein könnt, was beinhalten eure Gele. Ihr seid immer aussagekräftig, wenn es um eure Kunden geht. Und das ist heutzutage ja auch wirklich immer ganz, ganz wichtig. So, ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt hier ein Aufbaugel haben, beziehungsweise ein schönes Modellagegel. Und schaut mal, Rosé. Ja, das wollen wir natürlich. Die meisten, sagen wir so. Und für mich ist das natürlich der absolute Klopper. Ich mag solche Gele einfach, weil ich sehr, sehr viel in diesen natürlichen Tönen arbeite. Entschuldigung. Aber ihr merkt, auch in meiner Vorstellung wird das immer so sein. Entweder ich verspreche mich mal oder ich muss husten. So ist das Leben, so ist es normal. Ihr habt bei mir hier niemals eine Werbevorstellung, die, ja, wie es vielleicht bei anderen so ist. Bei mir habt ihr die Menschlichkeit. Bei mir habt ihr das. Immer. Kann ich euch versichern. So, wir haben jetzt hier ein schönes Modellagegel. Ich gucke jetzt noch mal mit euch in den Tiegel hinein. Es ist, wartet halt,
immer ein bisschen höher. Es ist ein wunderschönes, ja, ihr seht, mittelviskoses Gel, was so leicht rosé ist. Und ich vermute, und das werden wir jetzt gleich testen, dass es etwas klarer aushärten wird. Ihr seht, es ist ein wunderschönes Gel. Also es wird euch nicht verlaufen, so wie ich das jetzt hier auftrage. Ich trage das jetzt natürlich ziemlich dick auf. Aber ihr seht, ihr könnt das hier auch wunderbar verarbeiten. Sobald ihr mit der Pinselspitze drin bleibt, könnt ihr hier gut arbeiten. Ihr könnt das bis in die Nagelränder reinziehen. Und es verläuft euch nicht. Na, ihr seht, ihr seid live dabei. Es verzieht sich nichts. Ihr müsst natürlich dann aufpassen, sobald ihr arbeitet damit, wenn ihr mit dem Pinsel drin arbeitet, zügig in einem Schritt zu arbeiten, damit euch die Bläschen hier nicht reinkommen. Weil zu viel Bewegung ist natürlich auch immer Gift. Dann ziehen sich Bläschen, das soll es natürlich nicht sein. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt mit Absicht hier so ein bisschen wild durcheinander hochgemacht, einfach um euch zu zeigen, wie dieses Gel sich glatt zieht, wie es sich verarbeiten lässt. Ihr seht es auch von der Seite her. Es läuft euch nicht weg. Ich härte das jetzt mal aus. Es ist leicht rosé. Also wirklich einen ganz kleinen Touch. So ein transparent rosé Touch. Und dann werden wir jetzt mal schauen, wie sich das jetzt verhalten wird. Was ist zu diesen Gelen zu sagen? Wir werden das testen, wir werden zusammen das Wärmeverhalten testen, wir werden zusammen einen Nagel aufbauen, den werde ich dann an mir selber aufbauen und dann nehme ich euch natürlich dazu mit. Natürlich möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, kommt gerne in unsere Live-Gruppe, einfach weil ihr da viel, viel mehr in der Verarbeitung dann auch letztendlich seht und natürlich auch unsere lieben Farbgele. Und dazu machen wir jetzt gleich auch nochmal einen Schnitt, dass ich euch nicht zu lange am das Video mache auf Wunsch. Aber ich wollte euch das alles insgesamt mal zeigen, was uns die Ruth hier zur Verfügung gestellt hat. Auch ein herzliches Dankeschön, liebe Ruth, dass du uns das hier so möglich gemacht hast. Und ich muss dir sagen, da kann ich nicht anders das, was wir jetzt schon hatten und was wir bearbeiten durften, verarbeiten durften. Einsame Spitze. Also Qualität, Gütesiegel, 6 Sterne. Wenn es noch mehr gibt, dann definitiv mit allen anderen Sachen. Das werden wir hier noch live miteinander machen. So, ich habe das jetzt hier ausgehärtet. Ihr seht, es ist leicht milchig. Rosé, wie es auch dasteht. Es ist also auch eine Möglichkeit, hier zu arbeiten, wenn ihr leichte Unebenheiten im Nagel vertuschen wollt oder einfach auch so einen leichten Babyboomer-Effekt erzielen wollt oder das Nagelbett einfach nur ein wenig, ja, statt mit Make-up-Gel unten drunter einfach nur aufbauen wollt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem zweiten drüber gehen würdet, mit dem zweiten Anstrich und das dann euch feilt, werdet ihr merken, es ist ein leicht durchscheinend, nicht, ja, wie soll man das sagen? Also es ist nicht transparent, aber es ist schon leicht durchscheinend. Ne? Ihr seht meinen Patafix unten drunter noch, aber das ist okay. Ja, wir wollen ja manchmal auch Gele haben, wo wir noch ein bisschen jonglieren können. Und selbst wenn ihr hier mit einem Make-up-Ton unten drunter arbeitet und mit diesem Aufbaugel drüber geht, seid ihr da ganz gut aufgestellt. Also ich finde das wunderbar. Es ist, wie gesagt, ausgehärtet nach 60 Sekunden. Ich habe hier eine 48 Watt UV-LED-Lampe. Also kann ich nichts anderes sagen. Ne? Also da nehme ich euch definitiv noch ein bisschen mit. Ich wollte es euch aber gezeigt haben, einfach was die liebe Ruth uns hier so eingepackt hat. Und ja, dann würde ich sagen, Freenail Mania kann beginnen. Ich möchte euch natürlich in diesem Farbrausch auch mitnehmen und verweise auch, wie gesagt, nochmal in die Infobox. Dort könnt ihr euch mal umschauen bei der Ruth Bierbrauer. Es ist mit Gewerbeschein. Ihr könnt euch dort anmelden und hinterlegt dann euren Gewerbeschein und dann werdet ihr sehen,
Ja, in was für einer tollen Preiskategorie wir hier angelangt sind, die nicht so teuer ist und trotzdem hochwertig qualitativ und aus deutscher Herstellung. Ich betone es nochmal, ich muss es nochmal dazu sagen. Und dieses Power Girl, unsere Rotbierbrauer, möchte ich auch unterstützen in ihrer ganzen Art, weil sie so lebt für diesen Job, weil sie so ja, leidenschaftlich auch ist. Und das werdet ihr sehen bei den Farben, wenn ich euch mitnehme, wie ausgeklügelt diese Varianten sind. Ob das Pigmente, die in den Gelen drin sind. Ich kann euch verraten, dass die nicht abstehen, sondern dass sie sich so leicht einlegen in diese Farbstruktur. Ihr habt keine ja, Erhöhung, wie das bei manchen Glittergelen zum Beispiel ist. Also lasst euch da mitreißen. Ich kann euch nur sagen, es wird wunder, wunder, wundervoll. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe schon einige erlebt, die in reichlich Verzückungen geraten sind, inklusive mir, sodass wir eine leichte ab 18 Deklarierung machen mussten, weil ja, es haut einen eigentlich wirklich sehr, sehr um. Ich zeige euch mal schon den ersten Teil, den ich mit meiner Gruppe schon vorstellen konnte. Und das sind diese Gele. Das sind die ersten, die wir aufgetragen haben. Und ich kann euch sagen, die sind hochdeckend. Sie ziehen sich absolut schnell glatt. Sie haben eine unheimliche Farbbrillanz und ihr könnt malen damit. Ihr könnt wirklich schnörkeln, ihr könnt malen. Hier haben wir ein Effektgele, die wir dann auch mal hier aufgetragen haben auf einen leichten Beige-Ton. Den habe ich jetzt natürlich übermalt, im Bahama Beige, glaube ich. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Kommt in meine Gruppe, schaut euch das Video noch mal live an. Ich kann nur sagen, auch mit diesem Gel hier, wir haben da die tollsten Sachen erlebt und wir werden jetzt so einige Designs umarbeiten. Wir werden Designs erarbeiten. Die Mädels waren schon fleißig und aktiv und ja, lasst euch überraschen. Kommt gerne in unsere Gruppe und ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr euch jetzt hier so ein bisschen anfixen lasst vielleicht, dass wir hier mit dem ersten Tutorial ein paar Farben auftragen. Ich wünsche euch dazu viel Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Ich würde mich freuen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Natürlich ist das jetzt erstmal nur eine Vorstellung von Freenail und der Rot. Ihr werdet merken in den nächsten Tutorials, es wird heiß abgehen. Ja, ich sage ganz lieb Tschüss und ja, vergesst die anderen YouTube-Mädels nicht. Immer wieder sage ich das gern und verabschiede mich mit einem lieben Gruß. Bleibt kreativ und aktiv und wir sehen uns zum ersten Farbrausch.